Und damit willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es nochmal um die 5-Euro-Münzen. Und zwar habe ich zu der aktuellen Ausgabe Blauer Planet eine neue Ausgabe bekommen. Und zwar dieses schöne Stück hier von der Prägegruppe D ebenfalls in polierter Platte. In der offiziellen oder im offiziellen Etui, in der offiziellen Box von der Bundesrepublik Deutschland. Und man kann auch hier den Unterschied zwischen der normalen Ausgabe erkennen, nämlich die polierte Rückseite und der matt dargestellte Adler, was hier als Hauptunterschied zu nennen ist. Genau, hier oben steht es auch nochmal drauf, 5 Euro Sammlermünze. Und Gerüchten zufolge sollen dann in den nächsten Jahren auch die Farben des Farbspektrums weiter durchgegangen werden. Soll wohl eine rote und auch eine grüne oder eine Münze mit rotem und grünem Ring in Planung sein. Hier nochmal die Rückseite der Münze, die ähnlich aussieht wie auch die normale Ausgabe. Wenn man die so nebeneinander sieht, ist der Unterschied nicht ganz so deutlich. Und ich halte sie jetzt auch nochmal ganz kurz gegen das Licht. Auch wenn man da gerade nicht ganz so viel sieht. Mal gucken, ich gehe nochmal ein kleines bisschen ans Fenster, aber leider ist bei uns schon die Sonne rum. Ich denke, man kann es trotzdem einigermaßen noch erkennen. Genau, das zum Update für heute. Eine Münze in polierte Platte. Ich hatte mir damals bei den 25 Euro Münzen keine geholt, da mir 80 Euro dafür etwas zu viel waren. Aber hier habe ich gedacht, das mache ich einfach mal und ich bin auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Also nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!